School, in the name of the NEH Alliance of the Academic Health Centers, Universities and National Academies, to welcome all the participants of the Summit 2014. For the last 5 years, in every October, we are coming to Berlin with the ambition to collaborate to overcome the challenges facing global health. Each year, the World Health Summit is incorporating new ideas, new members, new voices to become a true international arena to discuss and to propose solutions and call for actions in global health. The World Health Summit is counting every year on the participation of the excellent experts of the academic health centers, universities, national academies, government, and the private sectors. This has become the hallmark in the success of the previous World Health Summit. The excellent program and the high quality of the speakers attending this year meeting permit us to anticipate the success of the present meeting. To no small part, the success will be due to the firm academic foundation provided by the NEH Alliance of Academic Health Centers, universities, and national academies, and thanks to the support of the many partners involved, especially also the German and the French government, as well as the European Commission. I am very much looking forward to the many stimulating events and discussions at this year's World Health Summit. I am convinced that with this uniquely international and interdisciplinary forum, we can truly make a difference and push forward the global health agenda. Thank you very much for your kind attention. May I now ask the Minister of Foreign Affairs, Frank-Walter Steinmeier, to take the floor, please. Verehrter Herr Kollege Gröhl, lieber Hermann, Madame Girardin, sehr geehrter Herr Professor Ganten, sehr geehrter Professor Auler, sehr geehrter Herr Professor Marschall, verehrter Herr Kollege Minister, Gesundheitsminister aus Ruanda, Exzellenzen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, es ist mir wirklich nicht nur eine Freude, sondern auch eine Ehre, Sie zum 6. World Health Summit an diesem wunderschönen sommerlichen Spätsommertag, Sommersonntag sogar, hier in Berlin begrüßen zu dürfen. Der World Health Summit ist weltweit eine der größten Fachkonferenzen zu globalen Gesundheitsfragen. Und dass diese Konferenz nun zum zweiten Mal hier im Auswärtigen Amt stattfindet, das hätte man wahrscheinlich vor kurzem, vor ein, zwei Jahren, vielleicht sogar noch vor wenigen Monaten wortreich begründen müssen. Heute genügt es einen einzigen Satz aus der jüngsten Resolution des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen zu zitieren, wo es heißt, der historisch beispiellose Ausbruch von Ebola in Afrika ist eine Gefahr für die internationale Sicherheit und den Frieden. So hat es der Sicherheitsrat vor einem Monat einstimmig festgehalten. Heute kann kein Zweifel mehr daran bestehen, dass ländergrenzenüberschreitende Gesundheitsgefahren nach neuen Formen der internationalen Zusammenarbeit verlangen. Wenn wir nicht handeln, meine Damen und Herren, werden die Folgen auch für uns hier in Deutschland unkalkulierbar werden. In den letzten Wochen haben uns dramatische Hilferufe aus der Region in Westafrika erreicht. Und nun das. Ernten werden nicht eingefahren, Schulen verweisen und in allen diesen drei Ländern
gefriert das soziale Leben. Wankende Gesellschaften und zerfallene staatliche Strukturen sind regelmäßig der Nährboden für Unruhen, Radikalisierung, schlimmstenfalls auch Krieg. Diese Zusammenhänge kennen wir leider schon aus anderen Krisenregionen. Wer sich das Ausmaß dieser Krise bewusst macht, der wird einsehen, im gemeinsamen Kampf gegen das unsichtbare Virus kann kein Land alleine erfolgreich sein. Hier muss ein internationales Bündnis zusammenstehen. Ich bin froh, dass der Generalsekretär der Vereinten Nationen vor diesem Hintergrund eine Mission für Westafrika ins Leben gerufen hat, die eine neue Form der internationalen Zusammenarbeit generieren soll. Deshalb koordinieren die Vereinten Nationen und die Weltgesundheitsorganisation alle internationalen Bemühungen im Kampf gegen Ebola. Wir als Bundesregierung hier in Deutschland, wir stellen unsere Bemühungen in den Kontext dieser Koordinierungsaufgabe, in den Kontext dieser internationalen Allianz. Wir haben eine Luftbrücke eingerichtet, um gemeinsam mit bis zu 100 Soldatinnen und Soldaten zum Beispiel eine Logistikkette aufzubauen und sie auch zu betreiben. Und Sie wissen und haben es vielleicht gehört, dass erste Hilfsflüge von Dakar nach Monrovia bereits durchgeführt worden sind. Gemeinsam mit dem Roten Kreuz schaffen wir Behandlungskapazitäten mit zunächst im Aufbau jetzt schnell 100 Betten, die dann erweitert werden können auf die vielleicht doppelte Anzahl. Die Bundeswehr arbeitet gerade daran, ein Lazarett für etwa 50 Patienten in die Region zu transportieren und dort beim Aufbau zu helfen. Wir wollen weiteres medizinisches Hilfspersonal gewinnen und die Voraussetzungen, schwierig genug, für eine funktionsfähige Rettungskette, die auch die Rückkehr von Helfern nach Deutschland garantiert. Die Bundesregierung stellt Hilfe in Höhe von über 100 Millionen Euro, so jetzt seit der letzten Woche, zur Verfügung. Die Mittel gehen zum einen an die WHO, zum anderen an humanitäre Nichtregierungsorganisationen, die schon jetzt vor Ort sind und direkt vor Ort notwendige Hilfe leisten. Wir arbeiten zusammen, ich hatte es gesagt, mit dem Roten Kreuz hier in Deutschland, mit sämtlichen Nichtregierungsorganisationen, die in dieser Frage eigene Expertise mitbringen und vor Ort in Westafrika tätig sind, auch mit denjenigen, die uns hier bei Diagnostik- und Labortätigkeiten in Deutschland unterstützen können, übrigens auch in Kooperation mit Laboren und entsprechenden Institutionen in der Region. Wir stehen in ständigem Kontakt mit Partnern der humanitären Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit, genau wie mit engagierten Unternehmen und privaten Initiativen, um weiteres medizinisches Material und Lebensmittel an Ort und Stelle zu bringen. Technisches Hilfswerk ist auch ebenfalls eingebunden für elektrische Versorgung, Wasserfähr- und Wasserentsorgung. Und wir haben, er ist hier im Saal, gerade in der vergangenen Woche mit Botschafter Lindner einen Sonderbeauftragten ernannt, um die Maßnahmen unseres Landes, Deutschlands, im Kampf gegen Ebola aus einer Hand zu koordinieren und hier in Deutschland eine zentrale Anlaufstelle zu schaffen. Er wird Ihnen morgen früh hier im Rahmen dieser Veranstaltung, einer Sonderveranstaltung, zur Verfügung stehen und Ihnen seine Eindrücke der Lage vor Ort, die er in der vergangenen Woche durch mehrere Tage Aufenthalt in der Region gewonnen hat, um Ihnen seine Eindrücke detailliert zu berichten. Wir wissen, meine Damen und Herren, mittlerweile um die Bedeutung auch des privaten Engagements in der Bekämpfung akuter humanitärer Krisen. In unserem Land haben sich innerhalb wirklich weniger Tage Tausende Freiwillige auf einen Aufruf der Bundesregierung und den des Roten Kreuzes gemeldet. Viele von ihnen werden derzeit für den Einsatz im Krisengebiet geschult. Und ich möchte diese Gelegenheit, diese Rede heute Abend auch nutzen, um diesen ja vielfach noch sehr jungen Menschen für ihre Einsatz- und Hilfsbereitschaft zu danken. Was wir in der Politik manchmal etwas abstrakt unter dem Begriff mehr Verantwortung in der Welt übernehmen diskutieren,
Das nehmen diese jungen Leute ganz praktisch in die Hand. Und deshalb sollten wir vorab herzlichen Dank sagen, meine Damen und Herren. Ich will hinzufügen, ich freue mich auch, das erste Unternehmen, dem Aufruf des Auswärtigen Amtes gefolgt sind, sich zu engagieren, etwa die Firma Bayer, die Medikamente im Wert von 3 Millionen US-Dollar zur Verfügung stellt, ein nicht genannt werden wollendes Unternehmen, das Schutzanzüge, Schutzbrillen im Wert von 100.000 Euro zur Verfügung stellt, Fresenius, das 2 Isolierstationen zur Verfügung stellt, Braun, 50.000 Schutzhandschuhe und vieles mehr. Insgesamt dürfte sich das, was jetzt nach dem Aufruf zusammengekommen ist, an privaten Initiativen jetzt schon ein Gesamtvolumen im Wert von etwa 5 Millionen Dollar ausmachen. Auch dafür herzlichen Dank. Der Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft und die German Healthcare Partnership haben sofort auf diesen Aufruf reagiert und, wie Sie sehen, erfolgreich Mitgliedsunternehmen mobilisiert. Und seien Sie gewiss, wir wissen, wollen auch niemanden überfordern, wir wissen, dass nicht jedes Unternehmen, insbesondere nicht kleinere und mittelständische Unternehmen, Spenden im Millionenbereich zur Verfügung stellen kann. Ich darf Ihnen aber versichern, es werden auch kleinere Beiträge gebraucht, auch kleinere Sachspenden gebraucht und nicht zuletzt, meine Damen und Herren der Wirtschaft, auch Ihre fachliche Expertise. Wir werden morgen im Kreise der europäischen Außenminister zusammenkommen, um europäische Aktivitäten zu koordinieren, hoffentlich auch erste Lehren für die Zukunft bei vergleichbaren Epidemien daraus zu ziehen. Und ich glaube, eines zeigt sich jetzt schon, das habe ich am Anfang angedeutet, wir müssen einfach schneller und wir müssen schlagkräftiger werden und dabei nach meiner Vorstellung auf 3 Ebenen ansetzen. Erstens, wir müssen besser werden darin, unsere Kapazitäten zu teilen, zu bündeln und tatsächlich auch gemeinsam zu nutzen. Zum Beispiel, Deutschland bildet zurzeit Freiwillige für den Einsatz in der Krisenregion aus, wie ich vorhin gesagt habe. Man könnte es ohne große Anstrengungen einfach durch ein paar koordinierende Gespräche hinkriegen, dass auch andere EU-Länder sich an diesen Ausbildungskapazitäten schlicht und einfach beteiligen. Zweitens, das Ausmaß der Ebola-Krise erfordert einen umfassenden Ansatz sämtlicher Instrumente der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Wir sollten daher mindestens erwägen, überlegen, auch eine eigene zivile EU-Mission zu entsenden. Das würde auch Mitgliedstaaten ohne eigene nationalen Strukturen vor Ort in der Region, in Westafrika, eine Plattform bieten, medizinisches Personal zu entsenden. Und drittens, meine Damen und Herren, eine Auffälligkeit oder etwas, was mir aufgefallen ist: Die EU entsendet heute ganz selbstverständlich gemeinsam ausgebildete Wahlbeobachter in alle Welt. Ich finde, wir sollten mindestens anfangen, darüber nachzudenken, ob wir einen vergleichbaren Pool für medizinische und logistische Experten nicht auch aufbauen sollten, den wir bei akuten Krisen jedenfalls schnell und zielsicher zusammenrufen und aktivieren können. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe jetzt ausführlich, natürlich angesichts der Lage war das auch, haben Sie das auch nicht anders erwartet, über Ebola gesprochen. Doch natürlich, das haben wir auch gerade an dem kleinen Film gesehen, nimmt Ihr Kongress nicht nur Ebola, sondern die ganze Bandbreite gesundheitspolitischer Herausforderungen im Blick. Ebola zeigt eben, neue Krankheiten und weltweite Epidemien sind nicht nur menschliche Tragödien und nicht nur nationale Katastrophen, sondern sie können bei einer solchen Dynamik, wie wir sie jetzt in Westafrika erleben, auch Sicherheit, sogar die internationale Sicherheit gefährden. Gesundheitsgefahren beeinträchtigen auch wirtschaftliches Wachstum und Entwicklungschancen sowie die soziale und politische Stabilität von ganzen Regionen. Wachsende Gesundheitsgefahren erfordern, dass Regierungen und Fachleute
schnell und effizient überregional zusammenarbeiten und so früh wie möglich offen, transparent Informationen austauschen. Der World Health Summit nimmt sich dieser Zusammenarbeit an und ich danke Ihnen, Herr Professor Ganten, dass es erneut gelungen ist, eine Konferenz zu organisieren, in der sich alle für das Gesundheitswesen maßgeblichen Akteure aktiv einbringen. Die Politik wird, das zeigt das Beispiel Ebola, die verschiedenen Herkulesaufgaben des globalen Gesundheitswesens alleine jedenfalls nicht bewältigen können. Dafür brauchen wir Sie, die Wissenschaft, die Wirtschaft und natürlich auch, Sie haben es gehört, die Organisationen der Zivilgesellschaft. Ich danke Ihnen allen daher für Ihren Einsatz, heiße Sie nochmals herzlich willkommen hier in diesem Hause im Auswärtigen Amt und wünsche Ihnen mit Blick auf die Lage in Westafrika in diesem Jahr eine besonders erfolgreiche Konferenz. Vielen Dank.